durch den Kontakt mit Menschen, durch das Ausschalten von Niesen. Lass uns doch mal über das Thema Corona reden. Da redet ihr natürlich genau mit den Richtigen darüber. Der Coronavirus ist einer der häufigsten bzw. mittlerweile der gefährlichsten Infektionen, die man im Leben haben kann. Der Coronavirus gilt auch in der Gruppe der Grippe. Die Grippe gibt es leider schon seit Jahrzehnten bis Jahrhunderten bis Jahrtausenden. Vielleicht konnten die Menschen da noch nicht mal denken. Ja, Mann. Wie sich das Ganze verbreitet, ist sehr souverän, nämlich durch Speichel, durch den Kontakt mit Menschen, durch das Ausschalten von Niesen. Wenn man jetzt in diesem Fall mit Menschen etwas zu tun hat, die eine Vorerkrankung haben, dann wird es meistens diese Menschen treffen, weil sie ein schwaches Immunsystem haben, weil sie eine Vorerkrankung haben, andere Sachen in ihrem Körper nicht richtig funktionieren. Bitte schon diese Menschen. Die Menschen können am wenigsten dafür. Aber meistens muss man auch Konsequenzen ziehen als junge Person, die es natürlich dann übertreiben kann mit diversen Partys, mit diversen Sachen, die man natürlich im Alltag macht. Aber man muss als Jugendlicher ein bisschen zurückschrauben, um genau diese Dinge zu vermeiden. Deshalb rate ich euch vom Herzen, macht diese Dinge nicht. Vorerst wird es erstmal abgeklärt. Vorerst wird es erstmal abgeklärt. Vorerst wird es erstmal abgeklärt. Vorerst wird das erstmal. Vorerst wird das erstmal. Was das ganze Zeug soll. Ihr werdet natürlich alles weitere auf meinem YouTube-Kanal erfahren, was es zu diesem Coronavirus gibt. Der Coronavirus ist natürlich noch unerforscht, aber ich werde ihn erforschen. Ja, Mann. Flap, flap, liebe Freunde. Natürlich waren einige Szenen gestellt und natürlich war das auch mit Spaß verbunden, aber man sollte dieses Thema wirklich ernst nehmen, weil es wirklich Menschen gibt, die mit diesen Infekt auch wirklich sterben. Und natürlich will ich auch dieses Video mit gewissem Humor herausbringen, dass auch diese Menschen, die vielleicht auf mich zukommen werden und sagen, okay, du haust das voll in den Dreck, du bist echt behindert, du bist echt scheiße. Diese Menschen will ich auch nochmal darauf hinweisen, dass das alles nur Spaß ist, dass man mit diesen Sachen nicht spaßen soll. Aber man kann gewisse Sachen einfach so rüberbringen, so wie es an die Tatortsache ist, dass das rüberkommt. Und deshalb will ich euch einfach nur sagen, nehmt es mit Humor, nehmt es einfach mit Spaß und ich hoffe, wir sehen uns wieder.